Moin Leute, wir sind heute mal wieder unterwegs und zwar fahren wir jetzt gleich zu Lea von Leas Pony Team. Und ja, die hat uns vor einiger Zeit ja auch schon einmal besucht. Da war sie mit ihrem Pony Schradi bei uns und dann sind wir ausreiten gegangen. Und ja, heute werden wir zu ihr fahren. Aber vorher werden Mama und ich dann nochmal zu unseren Ponys erst fahren und die rausstellen. Danach werden wir dann zu Lea an den Stall fahren, zu ihrem Valley. Aber ich muss euch vorher noch etwas zeigen. Und zwar habe ich heute ein Weihnachtsgeschenk an. Das finde ich so schön, dass ich das heute euch einfach schon zeige, denn ich will halt eigentlich noch ein extra Video machen, wo ich euch mein Weihnachtsgeschenk zeige, aber ich zeige euch das jetzt schon mal. Und zwar, ich drehe euch mal um, sind das diese mega schönen Socken hier. Die haben hier nämlich so richtig viel Glitzer und das sieht einfach richtig cool aus. An sich sind die halt blau und dann haben die hier unten so, ja, so grau den Absatz sozusagen. Und das mit diesem Glitzer sieht einfach richtig, richtig schön aus. Hi Nemo. Die Rakete. Jetzt geht's erstmal raus auf die Wiese. So, die Jungs sind jetzt draußen. Der Boden ist ganz schön gefroren heute. Nee, Nemo. So, ich habe jetzt mal ein bisschen Heu für die Ponys geholt, denn ist ja alles gefroren, deswegen haben wir ja gar nichts zu futtern. Erst nehmen die Birne, ne? Ja. Doch, hier ist es nicht rein. So, die Ponys sind jetzt versorgt und ich würde sagen, jetzt geht's zu Lea nach Karten holen. So, Valley ist jetzt fertig. Wir reiten jetzt gleich mit Pat. Also Lea wird als erstes drauf gehen und danach reite ich dann ein bisschen. So, wir werden jetzt ja so eine Pony-Challenge sozusagen machen, weil, also wir hatten am Anfang nicht so eine richtige Idee, aber weil wir hier gerade allein halt in der Halle sind, haben wir uns gedacht, können wir das einfach machen. Und ja, mal schauen, wie das so funktioniert. mal gucken, vielleicht machen wir auch mehrere Parcours. Ich bin mal gespannt. Okay, dann reitest du los. Ich muss hier rüber. So schnell wie möglich alles oder was? Und ja, wer als erstes gleich hier hinter euch wieder ist. Egal. Okay, ihr müsst irgendwie was sagen. Ja, sagt auf die Plätze. Fertig, los. Ja. Auf die Plätze. Fertig, los! Bei vier Ponys, ne? Da habt ihr ja wahrscheinlich auch ganz unterschiedliche dabei. Ne? Oh ja, die sind komplett unterschiedlich, alle vier. Von Benny so angestürzt und so nah war. So, wolltest du vorher. Ja. Ein bisschen. Wolltest du mal eine Runde drehen? Da vorne kann man mal ein bisschen schütteln, das ist nicht so. Aber ich kenne mich in der Kamera auch. Die machen sie knackig, ne? Ja. Der Frost macht sie knackig. Im Urlaub ist auch ein bisschen lahm. Ja.
seine Mähne. Das sieht aus auf dem Video. Auf die Plätze, fertig, los! So, wir haben jetzt nochmal einen anderen Parcours aufgebaut. Da um die Tonne muss der Reiter im Schritt drum zureiten in diesem Viereck. Der Läufer muss zu Fuß drum zulaufen. Oder drüber springen, mal sehen. Und hier muss der Reiter unter der Stange her, über die drüber und unter der wieder her. Und das Pferd macht hier einen kleinen Sprung. So, einmal den Sprung üben. Oh, guck da erstmal. Ja. Von der Seite ist egal. Er springt gerne, gar nicht. Egal. Leute, auf die Plätze. Fertig. Los. Auf die Plätze, fertig, los! So, wir sind jetzt fertig. Es hat richtig Spaß gemacht. Es war mega lustig. Lea hat im letzten Parcours voll vergessen, dass sie noch um die Stangen laufen muss. Also nächstes Mal brauchen wir Nummern oder so. Aber Belly war mega, mega lieb. Hat das alles richtig gut gemacht und jetzt räumen wir auf. Wir machen jetzt noch eine letzte Challenge und zwar wird Mama hier so die Zeit stoppen. Und dann muss man da so rüber um die Tonne und dann wieder zurück und dann wie die, da die Zeit anhalten. Voll gut jetzt. Was ist 84? Okay, muss ich merken, ja? Ja. Der nächste. Lea hatte 2084. Ganz knapp. Ganz knapp. So, wir sind jetzt
fertig mit Lilly und jetzt darf er wieder zurück zu seinem Kumpel. Aber das ist gut. Ja, okay. Ja. Ich bin schon aufgefressen, geht schnell. Wir sind hier jetzt gerade im Zoo, aber hier sind jetzt gerade noch leider keine Tiere. Ich hoffe, wir sehen noch ein paar Tiere, deswegen sind wir am Zoo, ne? Ja, mal sehen. Ich denke, die sind halt alle irgendwie drin oder so, weil es auch kalt ist draußen. Aber mal sehen. Wir haben die ersten paar Tiere gesichtet, und zwar Zebras. Hier sind jetzt auch Ponys, beziehungsweise Shetties, die haben wir schon sehr lange nicht mehr gesehen. Da hinten sind auch noch ein paar Ziegen und so. Und da sind dann auch noch zwei kleine Babys, voll süß. Der sieht voll lustig aus, der da vorne, der Weiße. Schaut mal, die stehen auf einem Bein, das sieht richtig komisch aus. Weil das Bein so eine kleine Stockgröße hat. Sieht richtig komisch aus, die Beine können bestimmt auch richtig schnell brechen, Alter. Stimmt. Voll cool. Süß. Ja doch, das sind so kleine Schwarze und Pocken. Gerade hat man die richtig toll gesehen. Das ist ja voll locker. Die machen die echt. Hier ist Papa. Einfach verfolgt. Oh Mann. So, die machen hier gerade Partner in Blausen. Oha, der hat da gerade einen Böller gezündet. Arschloch. Wir haben gerade was gegessen und jetzt gerade sind wir in so ein Aufzuggebäude gegangen. Hier ist gerade eine Schlange. Schaut mal, sieht die nicht cool aus? Hier vorne sind noch Mini-Mäuse, richtig süß. Schaut mal, da oben sitzt eine. Hier sind wir jetzt bei den Tigern, der schläft gerade, der sieht mega süß aus, aber der ist halt schon etwas größer. Wir gucken gleich mal draußen, ob da noch andere sind, aber die sehen so krass schön aus. Ich würde ihn richtig gerne mal streicheln. Der ist richtig, richtig schön, wie süß der auch einfach schläft. Hier sind die Kleinen, die sind voll süß, mega niedlich und die gehen weicher. Wie die so ganz langsam gehen. Oh, er streckt sich. Oh, die weiße Fleck noch gefunden. Wow, voll. Ja. So ein Tier. Oh mein Gott. Komm mal, direkt hintereinander. Ja. Voll geil. Wir machen doch mal ein Foto von uns. Ja. So, wir haben uns jetzt schon wieder verabschiedet und ja, ich finde, es war ein mega, mega cooler Tag. Die Challenges haben mega, mega viel Spaß gemacht und auch im Zoo war es richtig schön, die ganzen Tiere mal wieder zu sehen. Ich war schon echt wirklich, wirklich lang nicht mehr im Zoo. Und ja, jetzt geht's wieder zu unseren Ponys, dann misten wir aus und dann können die auch wieder in ihre frische Box. So, es sind jetzt alle Boxen frisch gemacht und es gab auch eine kleine Portion Heu. Noch nicht so viel, weil gleich gibt's halt auch Kraftfutter und dann auch eine ganze Portion Heu vom ja, Stallbesitzer, so alles sauber, alles frisch und jetzt können die Ponys in ihre Box. Nemo wartet schon hier unten am Eingang und die Füchse warten auch oben an dem Eingang. Nur Ivy steht da noch so, aber kommt jetzt auch. Na du? Na du? Hallo? Hallo? Nemo ist immer total süß, auch wenn er noch so weiter weg steht, dann kommt er immer angetrabt. Ivy, willst du Schlittschuh laufen? Huch. Voll süß. Ich hole mal die beiden von da oben. Na? Möchtest du rein, Schatz? Hm? Möchtest du rein? Hm? Schnuffel? Auch dopp, dopp. So, die Ponys stehen alle zufrieden in ihrer Box und wir werden jetzt auch nach Hause fahren
Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich und Lea hatten heute einfach mega Spaß. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Tschüssi.